Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Ravenport im BGA-Projekt mit dem Randy zusammen. Hallo und den Tino. So, genau. Und den JCV. Auf Vollast zurück. Gut. Was in den Bethammer? Was abtransportiert? Waren immerhin auch 80.000 ungefähr. So wegen. Naja, 80.000 Gras ungefähr. Da kommt was zusammen, das ist schon krass. Bei dem bisschen Zeugs drumherum. Sollte man nicht unterschätzen. So, dann brauchen wir hier oben als nächstes. Brauchen auf jeden Fall noch die Anhänger. Da haben wir ja eigentlich aufs Geld gewartet in dem Sinne. Brauchen noch die Anhänger und wir brauchen. Ja, ne, die Anhänger. Was? So. Warte mal, oh, juckt am Rücken an der Stelle, wo ich nicht hinkomme, weißt du? Tch, nicht mehr so gelenkig wie früher. Nee, gar nicht. Sport macht's aber auch nicht besser, gell? Nee, durch dickere Arme kommst du nur noch schlechter hinten dran. Jaja, das wirst du zum richtigen Bewegungslegastheniker, umso mehr du da aufbaust. Ich sehe es schon kommen, die ganzen Tierunterhebel müssen ausgetauscht werden, weil es nicht mehr reicht. Ach, der von der Breite her. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dann die Arme nicht mehr richtig runter machen kannst, weißt du? Also dann sitzt du da. Ich hab denselben Bauch- und Brustumfang, wurde letztens ausgemessen. Ah ja. 1,2 Meter Bauchumfang, 1,2 Meter Brustumfang. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Da fragst du mich auch zu viel. Wird schon gut sein. Ich hab mal gehört, sein, dass der Bauchumfang nicht über Meter sein sollte. Ah ja. Das heißt, du isst zu viel. Oder wie? Oder zu viele Muskeln im Bauchbereich. Zu fett? Ach, zu fett. Okay. So. Der Bauchbereich und Muskeln. Bauchmuskeln ist echt das Schlimmste, was es gibt. Also, was heißt das Schlimmste, was es gibt? Es ist einfach belastend, welche zu kriegen. Das ist einfach ein aussichtsloser Kampf. Wenn du da gentechnisch nicht so veranlagt bist, dass du schon, weißt du? Ach so. Ja, dann also Sixpack wird, bei dir nicht, sagst du? Sixpack schon, würde schon was werden, aber dann ein Jahr Training bestimmt. Okay. Ja. Das ist lange. Ja, das ist gut. Brauchen wir da was zu kriegen. Nicht einfach. So. Fülle hier noch ab. Einen Silo. Da muss ich aussehen wie ein Dulli, wenn ich mir das gerade mal so vorstelle. Wie meinst du das jetzt? Ja, ich so alles schlank mit Sixpack, weißt du, und die Schnauze, ich muss aussehen wie ein Dulli. Naja, ich kann mir das halt null vorstellen. Dann noch mit dieser extrem hellen Haut. Das wird sehr, sehr eigen aussehen. Könnte sein. Naja. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall auch erledigt. Hatten wir eigentlich einen. Ach ja, Hammer. Was denn? LKW. Ja, klar, einen Tieflader halt, ne? Ja. So. So, Maschinenpflege geht alle an. Da müssen wir erstmal ein bisschen putzen hier. Hast du jetzt einen gegönnt, ja? Ein Kescher? Ja, ja, der steht schon ein Stückchen hier. Ach so. Na, geht das mal sauber. Oh, ich bin schon übelst weit mit meinem Lego-Technik-Modell, Alter. Was baust du denn momentan? Diesen Schaufelradbagger, dieses größte Modell hier. Das größte Lego-Technik-Modell? Technik, ja. Also, ich glaube, es ist das Modell mit den meisten Teilen. Ah, okay. Was den Bereich Technik betrifft. Ich weiß nicht, woanders gibt es da bestimmt noch. Lego hat ja mehrere Bereiche. Ja, hört sich auf jeden Fall wieder, da wurde gut investiert, hab ich gehört.
Na, der kostet auf Amazon, glaube ich, 200. Günstiger wie der Porsche, oder? Ja. Na, das sind halt Spezialmodelle, ne? Also. Ja, gut. 200 und ich habe mal, aber ich kenne da jemanden, der ist bei Real. Ja, habe ich gehört, ja. Und da gab es so Mitarbeiterrabatten und alles und dann gab es ja auch noch ein Angebot. Ne? 120 ist so unschlagbar. Wenn man überlegt, dass das Lego trotz all dem noch ist, ha, aber gut, das ist schon mal besser wie 200 oder 300 Euro. Das ist richtig. Aber ich habe gesehen, du hattest dir den Bugatti angeguckt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir vom, wie hieß der, Held der Steine oder so, ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst, das ist so ein Ja, Betreiber aus Frankfurt, der ultra sympathisch, der Typ. Der hatte den mal vorgestellt, also das soll wohl nicht so geil sein, da ist wohl der Preis ein bisschen unverschämt dafür. Für das, was es hergibt, das Modell. das stimmt. Das stimmt. Zahlst du halt Namen noch mit dazu. Naja, es ist halt schon wieder so ein Pflichtmodell. Das ist halt das, was mich ankotzt. Aber es sieht halt auch nicht so pralle aus, ne? Der hat halt, was Technik angeht, halt so gut wie keine Funktion. Also ich glaube, das ist nicht mal Technik, wenn mich nicht alles, oder? Das ist Lego Technik? Ich glaube. Na doch, doch, doch. Ich Ja. weiß, der Porsche zählt, glaube ich, zur Lego Technik. Ja, aber der Bugatti Aber glaube ich nicht. nächstes Jahr soll ein krasses Modell kommen. Was denn da? Porsche nochmal. Nochmal ein Porsche. Ja. Also auch wieder hier wie, ne, so ein Special-Modell, aber wieder ein Porsche in weiß. Und. GT3 RS oder was? Was waren das, was das ich jetzt habe? Das war doch der GT3 RS. Ja, weiß ich nicht, ja. Das ist, glaube ich, der GT3 RS. Dann GT2 oder irgendwas. Ach, ich habe keine Ahnung, aber richtig krass. Ja, der sieht gut aus. Der sieht wirklich gut aus. Der gefällt mir extrem. Mal schauen, ey. Den werden sie auch wieder preistechnisch werden es wieder total utopisch ansiedeln. Da kannst du dir sicher sein, ne? Ja, wir werden sehen. Aber macht schon viel. Ich baue immer gerne mal so ein Modell, muss ich echt zugeben. Im Also schon Jahr mal vielleicht gesagt, mal. so zwischendurch im Jahr zwei Stück, das brauchst du mal, dann hast du, dann ist aber wieder gut. Genau, mal so zwei, drei Stück im Jahr und dann habe ich mir wieder gönnt. Naja, und das sammelt sich aber trotzdem auch was an, ne? Die arme Jean. Ey. Das Ding, das sind ja trotzdem Staubfänger. Naja, gut, die stehen ja aber in meinem Zimmer. Aber so Staubfänger sind die gar nicht. Ne? Nö, geht manchmal Staubwebel. Gut, wir haben relativ sowieso relativ wenig Staub bei uns. Also zugeben, geht eigentlich schon. Hast du einen Klick? Ich muss ja jede Woche immer durch. Echt? Dadurch, So dass die schlimm? Fenster doppelt verglast sind und alles so dicht ist, halt. Ja. Keine Chance. Also, und weiße Schränke. Ja, gut. Na dann, also ich kann ja jede Woche durch. Oder muss ich jede Woche durch. Einmal in der Woche Ansonsten. tun wir natürlich auch Staubwischen, logischerweise. Das ist. Das siehst du schon, das ist ein bisschen blöd. Na gut, dafür bleibt es dann gut warm. Das ist viel wichtiger. So, hört man das, dann da unten und ich glaube, da oben haben wir eh noch nicht. Achso, da oben müssen wir da mit dem Dings hin, gut. Aber was solltest du mit den A sagen? Du kannst dir nicht vorstellen, wie wir gestern Abend hier zum Samstagabend hier saßen. Achso. Ich, also am Esstisch gesessen, Lego Technik gebaut. Kleiner auf der Couch Märchen geguckt. Die neben mir gesessen, Babyschuhe gehäkelt. Ey, wirklich, ne? Da müsstest du eigentlich ein Bild machen und Post. Junge, ey. Ränder reicht. So ohne Witz, ey. Oh ne, kommt mir echt schon vor, wieso? Keine Ahnung. Wahnsinn, ey. Oh, jeder hat was zu tun. Jeder hat was zu tun, auf jeden Fall. Übel, übel. So, haben wir schon mal einen neuen Anhänger, das ist gut.
Passt sich das so? Ja. So, jetzt könnt ihr oben langsam. Achso, wie weit bist du? Alles klar, ne, war doch keine gute Idee. Ich mache jetzt hier das unterste Feld, nochmal düngen und dann kann ich oben mit Unkraut anfangen. Oder willst du Unkraut machen? Ja, warte mal, da fahre ich. Ja, ich bin jetzt unten, wo wir zusammengelegt haben, da dünge ich jetzt. So, oben bin ich fertig, also in der Mitte bin ich fertig bei der Brücke. Ja, ja, oben muss ja Unkraut undüngen. Kann ich ja einfach. Naja, ich will noch nicht mal, ob die Wachstumsstufe schon dafür da ist. Ich glaube nicht, dass das schon die zweite hat, oder? Oder die erste? Doch. Ach so, nee, wir haben doch, du hast doch, wo noch gar nichts gewachsen war, gesehen. Oh ja, okay. Jetzt ist hier oben auf jeden Fall schon was zu sehen. Also, ja gut, dann kann, muss da gedüngt und Unkraut beseitigt werden. Ja. Genau, kann ja eins von beiden nicht machen. Naja, nee, weil, wie gesagt, der Magnum ist der Engine mit Pflegebereifung. Stimmt. Der Fan, der kann hier eine Pflegebereifung dran machen. JCB auch nicht, ne? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Kannst ja vorher mal im Shop testen. Ja. Doch, der hat. Was? Der hat. Oh. Achso, es ist nicht der große, ist der kleine, ne? Richtig. Ah ja, dann Feuer frei. Mal gucken, ob wir den noch leistungstechnisch noch upgraden können. Wer es da hat. Wird mir sehr schwach irgendwie, keine Ahnung. Ja, sobald er irgendwie was dran hat, ja. Sobald er was dran hat, macht er einen kompletten Abkacker. So. Den Montana hat wieder Fortnite-Streamer glücklich gemacht. Ja? Hm. Okay. Ist es jetzt ein neueres Video oder das alte hier, wo da bei der Ische da pro Kill 200 Euro? Ja, ja. Ah, das hab ich schon gesehen, oder? Hier ist auch Dünger drin. Echt? Bitte. Sicher? Ja, na, ich zeig mir den Dünger an. Na, also der sagt mit dem Blatt. Ja. Okay, dann entladen und dann haust du halt Pflanzenschutz, ne? Ja, ich entlade das beim, oder warte mal, wo entlade ich das am besten? An der BGA, oder? Du kannst oder auch, beim Händler. Du kannst auch beim Händler entladen, ne? Ja, ich entlade es beim Händler. Ja, da hat er sich ein bisschen verschätzt, der Junge. Aber nur ein bisschen, ja. 200 pro Kill, dann ballert die erstmal raus, ey. Das waren ja 200 pro Kill. Ja, ich sag 200 pro Kill, dann ballert die auf einmal raus, ne? Ja. Das ist dann natürlich ein bisschen problematisch. Also mir gefällt das Ring of Elysium, muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut, das habe ich jetzt mal angezockt, aber dieses Fortnite, das ist mir einfach zu epileptisch. Muss ich jetzt einfach mal so zugeben. Also das wird ja auch immer schlimmer. Ja, die haben jetzt irgendwie ein Schwert reingehauen, das haben sie jetzt nur noch in kurzer Zeit wieder rausgenommen, weil es nicht angeblich, sondern weil es scheinbar zu OP war, whatever. Blickt halt auch keiner mehr durch. So viel Zeug Neues da rein und wieder rauskommt mit Update. Für mich ist es halt wie gesagt auch nicht, aber. Ja. Muss ja jeder selber wissen, was ihnen Spaß macht. Fein. Montana wird zwar auch nicht mehr spielen. Oder er wird keine asiatischen Skins mehr spielen, eins von beiden. Was ist denn dieser Support My Creator Code hier? Wenn die Leute über den Fortnite Shop was kaufen, kriegst du eine gewisse Anzahl an diesen komischen Fortnite-Punkten, also Credits im Shop, gut geschrieben. Ach so. Verstehe. Kann. Bringt dir also echt geldtechnisch nicht was, aber kriegst halt Ingame-Währung dafür. Na gut, wenn du die Skins siehst mittlerweile, ist es ja brutal, was da. Du kannst jeden Tag Geld ausgeben. Wahnsinn. Weil jeden Tag was Neues rauskommt. Wahnsinn, ey. Die haben eine Goldgrube da draus gemacht. Ja. Ich glaube, Epic macht ja nichts anderes mehr, ne? Nö, die haben ja alles eingestellt. An Tournament und das andere Gedöns haben sie alles wegen dann eingestellt. Und die Sachen kümmern sich nur noch um Fortnite. Ist das pervers, Alter. Krass. Ja.
Da werden Milliarden damit umgesetzt. Ja. Na gut. In diesem Sinne war das das Schlusswort. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Lasst das Däumchen nach, schaut bei Randy vorbei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.